Wir freuen uns sehr, dass der österreichische Sozialminister, ich kürze jetzt etwas ab, die lange Ministeriumsbezeichnung können Sie nachlesen, Johannes Rauch bei uns ist. Johannes Rauch ist seit März, glaube ich, 2022, also fast zwei Jahre jetzt, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, jetzt sage ich es doch. Er war vorher sozusagen auch schon viele Jahre in der Vorarlberger Landesregierung tätig, als Landesrat für Umweltschutz, Nahverkehr, sehr viele Tätigkeiten sonst auch in der Grünen Partei. Und er ist sozusagen gelernter Sozialarbeiter. Ich sage das deshalb, weil das im österreichischen Kontext gar nicht selbstverständlich ist, dass wir einen Minister haben, der sozusagen tatsächlich einen fachlichen Background hat und von daher sozusagen auch eine solide Basis für sein politisches Amt. Ja, Herr Minister, Sie sind natürlich im Rahmen der Sozialpolitik, der Gesundheitspolitik mit diesen Themen Tag für Tag beschäftigt. Ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, dass die SDGs eben nicht nur eine ökonomische Komponente haben, eine ökologische Komponente haben, sondern eben auch eine soziale. Die ersten sechs, wenn man so will, SDGs sind explizit sozusagen, würde ich mal sagen, sozialpolitisch motiviert. Insofern ist Sozialpolitik sozusagen ein essentieller Teil dieses Nachhaltigkeitsbegriffes, der mit den SDGs auch transportiert wird. Ich möchte Ihnen zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist sozusagen, Sozialpolitik ist natürlich Gesundheitspolitik typischerweise sehr stark sozusagen ein innenpolitisches Thema auf der nationalen Ebene, auf der regionalen Ebene, auf der lokalen Ebene angesiedelt, aber es ist natürlich schon auch ein globales, ein internationales Thema. Wir haben das ja bei der Corona-Pandemie gesehen, dass auf einmal sozusagen Gesundheit ein Thema sein kann, das von globaler Bedeutung ist. Und wir haben auch gesehen, dass sozusagen, wenn eben dann so Krisen wie die Corona-Pandemie auftreten, sozusagen ja, das für alle Länder zu großen Problemen führt, aber eben auch diese Frage der internationalen Zusammenarbeit, der Koordination, der Solidarität sozusagen zwischen den Ländern dann auf einmal sehr kompliziert werden kann. Und es gab ja dann eben auch insbesondere die Kritik vieler Länder aus dem globalen Süden, dass die Staaten, die dann eben auch in der Europäischen Union über Impfstoffkapazitäten, Produktionskapazitäten verfügen, diese Impfstoffe dann eben sozusagen mal primär für die eigene Bevölkerung zur Verfügung gestellt haben und dementsprechend die Mechanismen, die es ja auch gegeben hat im Rahmen der WHO und anderer Einrichtungen zur globalen sozusagen Gesundheitskrisenbekämpfung nicht so gut funktioniert haben. Insofern ist das ein bisschen, glaube ich, noch ein Leftover, das deshalb auch von Bedeutung ist, weil ja, wie die Ime Scholz auch ausgeführt hat, die Corona-Pandemie nicht nur dazu geführt hat, dass die SDGs in manchen Bereichen hinter der Zielerreichung liegen, sondern ich glaube auch, dass das sozusagen für die Zukunft der internationalen Kooperation sehr wichtig ist, dass man die Lektionen lernt aus dieser Krise, die es da gegeben hat. Und wir sind gerade dabei im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation, und das, dafür sind Sie ja grundsätzlich auch zuständig im Kontext der österreichischen Bundesregierung, so einen neuen Pandemic Treaty, wird er genannt, zu verhandeln, der eben sicherstellen soll, dass das nächste Mal, wenn uns eine Pandemie kurzfristig überrollt, diese internationalen Koordinationsmechanismen, die Zusammenarbeit besser funktioniert und dass vor allem auch es möglich ist, dann eben diese große Produktion und Verteilung von Impfstoffen oder was dann eben benötigt wird in der jeweiligen spezifischen Krise, besser funktioniert als das letzte Mal. Von daher würde mich interessieren, ja, wie schätzen Sie das ein? Wo stehen wir in dieser Diskussion zu diesem Pandemic Treaty? Was ist die österreichische Position? Weil ja bis Mai, glaube ich, in diesem Jahr soll ja dieser Vertrag dann auch abgeschlossen werden. Von daher würde mich interessieren, was ist da die Position Österreichs? Wie bringen Sie diese Position ein? Wie schätzen Sie die Möglichkeiten, zu einem guten Vertrag zu kommen, hier ein? Ist gar nicht so einfach zu beantworten, die vielen Fragen. Zunächst guten Abend. Und ich würde versuchen, sozusagen einmal den Bogen zu spannen von der Kleinteiligkeit der Realität der österreichischen Politik, wie sie sich abspielt, bis hin zu dem, was wir eigentlich sollten. Und mache es fest an Ihrem Beispiel und an der Gesundheitspolitik. Wir haben in Österreich immer noch die Situation, dass wir
im Gesundheitswesen eine Beschaffungssituation bei Medikamenten haben, dass jedes Spital in jedem Bundesland für sich selbst die Medikamente besorgt und organisiert. Haben gleichzeitig die Situation, dass wir in der Pandemie gelernt haben, dass eine gemeinsame Beschaffung, der Impfstoffe zum Beispiel, der Schlüssel dafür ist, eine Verteilung hinzubekommen, dass alle zum selben Zeitpunkt das Bestmögliche bekommen. Das gilt nicht nur national, sondern auch international und global auch. Und wir haben aber eine Beharrungskraft der Systeme in der Kleinteiligkeit. Das habe ich gelernt, wie ich diese Gesundheitsreform jetzt verhandelt habe und über die Bühne gebracht habe, die unglaublich widerständig ist, wo alle glauben, in der Kleinteiligkeit zu Hause bleiben zu können. Wissend, dass das nicht geht. Und wir waren heute in einem Unternehmen, haben ein Wirkstofflager des Pharma-Großhandels angeschaut und einmal mehr erfahren, wir haben beim Gas beklagt, dass wir eine Abhängigkeit haben von 80% von russischem Gas und haben bei einzelnen Wirkstoffen für Medikamente eine Abhängigkeit von 95% und mehr von einem einzigen Hersteller in China. Das heißt im Klartext, wenn die Lieferketten, sei es durch Konflikte rund um den Suezkanal, unterbrochen werden, dann haben wir ein europäisches Notfallthema und zwar alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam. Und damit bin ich am Punkt. Wenn es nicht gelingt, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass der überwiegende Teil der Herausforderungen, vor denen wir stehen, lokal sowieso gar nicht, national auch nicht, in Teilen jedenfalls europäisch zu lösen werden sein müssen und eigentlich global gedacht werden muss, dann werden wir es nicht schaffen. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass wir in all diesen Fragen, die Sie aufgezeigt haben, von den Dingen, die es zu tun gilt, bislang immer gesagt haben, wir sind zu langsam unterwegs. Also bei den SDGs, beim Green Deal, bei all diesen sozusagen Transformationsgeschichten, wir sind zu langsam. Mittlerweile stellt sich die Frage, und das im Jahr 2024 doppelt, schaffen wir es überhaupt noch oder gewinnen jene Kräfte die Oberhand auch beim Pandemievertrag, die das gar nicht wollen, die zurück wollen. Und das Jahr 2024, und das hat Ivan Krastev in einem wunderbaren Podcast auf den Punkt gebracht, this is the problem of 2024, the illusion of normality cannot be kept anymore. Und wir tun immer noch so, als ob wir Normalität hätten. Das ist das Grundproblem. Und sehen nicht, dass die ganzen Prozesse von der Umsetzung der SDGs über die grüne Transformation in Europa nur funktioniert, wenn es gelingt, das europäische Modell der Kooperation, der nationalen, der demokratischen Rechtsstaatlichkeit, der Pressefreiheit aufrechtzuerhalten. Und ich darf Ihnen sagen, im Jahr 2024 wählt die Hälfte der Weltbevölkerung eine neue Regierung. Also nicht nur wir in Österreich, wir sind da bedeutungslos, wo es auch wichtig ist. In Europa, in Indien, in Mexiko, 50% der Bevölkerung wählen, unter anderem auch in den USA. Und der Ausgang dieser Wahlen, auch jener zum Europäischen Parlament, wird entscheidend dafür sein, ob es gelingt, die Prozesse, angefangen von den SDGs bis zur Transformation, überhaupt am Laufen zu halten. Und damit bin ich dann wieder beim sozialen Ausgleich und bei den sozialen Investitionen und meine tiefe Überzeugung ist, dass dieses geflügelte Wort, ich glaube von Clinton, it's the economy stupid, ausgedient hat und ersetzt werden muss durch it's social investment stupid. Und das wird entweder verstanden werden oder wir werden in eine ökonomische Disbalance geraten und eine Schieflage, die uns die Demokratien um die Ohren fliegen lässt. Und wir brauchen diese demokratischen, parlamentarischen Demokratien, aber um all diese Prozesse umzusetzen. Und das hinzubekommen, das ist sozusagen mein Werf, weil ich auch sage, diese Wahlen zum Europäischen Parlament, das sind die wichtigsten Wahlen meines politischen Lebens. Da geht es um alles. Da geht es um alles. Da geht es schlicht um die Zukunftsfähigkeit und die Fähigkeit, die Dinge hinzubekommen, die aufgezeichnet worden sind. Auch die Impfstoffverteilung, auch die gemeinsame Beschaffung, die Solidarität mit dem globalen Süden, die Beantwortung der Frage,
wie machen wir das mit dem alternden Kontinent, wo kommen die Arbeitskräfte her und fallen wir da in eine Art neokoloniales System zurück, wo wir die Leute einfach herkarren und wieder wegschicken. So, und vor dieser Herausforderung, finde ich, stellen sich viele Fragen in einer ganz neuen Dramatik. Und was Sie dargelegt haben mit diesen sozusagen grünen Kurve, rote Kurve, wenn die Systeme kollabieren, und damit meine ich, wenn die demokratischen Systeme kollabieren, dann landen wir in der Barbarei und es wird uns die Zivilisation unter den Füßen weggezogen. Und ich finde, das muss den Menschen in aller Deutlichkeit klargemacht werden. Und es ist irgendwie Ende mit diesen Salondiskussionen. Ja? Die Dramatik muss klargemacht werden, damit Leute auch verstehen, es hat einen Impact, wenn sie zu Wahlen gehen, hier in Europa, weltweit, wie wir diesen Globus transformieren oder retten wollen, nicht mehr und nicht weniger. Ja, jetzt sind Sie mir die Antwort natürlich ein bisschen schuldig geblieben. Aber ich bin ja nicht der Armin Wolf, insofern sozusagen ist mir jetzt ein anderes Thema fast wichtiger. Ja, Sie haben die Impfstoffbeschaffung und den Pandemievertrag. Also zum Pandemievertrag stehen wir, der ist notwendig. Und es gibt ein Zeitfenster, das ist sehr, sehr knapp. Mhm. Ja, und die Widerstände formieren sich. Eine Ihnen allen bekannte Partei in Österreich wittert da eine Weltverschwörung und die Etablierung einer Weltherrschaft und macht dieselben Fehlinformationspropaganda-Geschichten wie bei der Impfung. Wir stehen dazu, wir haben den Prozess aufgesetzt, der ist auch begleitet und wir halten ihn für notwendig. Genauso, das haben wir auch gemacht, logisch ist, dass eine Impfstoffgerechtigkeit, und ich weiß aus, eine Medikamentengerechtigkeit, eine Zugänglichkeit zur medizinischen Versorgung global gedacht werden muss. Was sonst? Wir haben die Verpflichtung, das zu teilen, auch weltweit zu teilen, global zu teilen, haben das auch gemacht. Wir haben insgesamt, ich glaube, 9 Millionen Impfdosen auch zur Verfügung gestellt und gespendet. Da sind wir dann aber auch bei Spielregeln für die Pharmaindustrie, weil so kann es nicht sein, und es war aber so, dass damit wir Impfstoffe weitergeben können, zum Beispiel in den globalen Zügen, wir Pfizer um Erlaubnis fragen müssen. Es sind die Vertragsbedingungen so gestaltet, dass ohne sozusagen Zustimmung des Herstellers gar keine Dosen verschenkt werden können. Das halte ich für absurd, und deshalb bin ich froh, wie der EU, dass es die Initiative gibt für eine Pharma-Legislative, wo ein paar Rahmenbedingungen geschaffen werden, um das zukünftig besser zu organisieren. Okay, ja, vielen Dank für das, für diesen Hinweis auch auf die anstehenden Änderungen auch im Rahmen dieser ganzen Pharma-Diskussion und neuen Pharma-Strategie auf europäischer Ebene. Ich wollte aber noch auf einen Punkt zurückkommen, den Sie jetzt schon sehr offen angesprochen haben, nämlich eben die Frage der politischen Durchsetzbarkeit, des politischen Widerstandes, der Auseinandersetzungen um diese sozialökologische Transformation, wenn wir sie mal so nennen wollen, oder eben das Erreichen der SDGs, wenn wir es technokratischer ausdrücken wollen. In Österreich sozusagen stehen wir zwar per se nicht ganz so schlecht da, was jetzt die Erreichung der SDGs angeht, auch wenn man der OECD glauben darf, eine ganze Reihe von SDGs sozusagen nicht erfüllt sind oder wir auch nicht wirklich sozusagen bis 2030 diese SDGs erreichen werden, wenn es eben so weitergeht, wie es bislang war, dass es halt inkrementell da und dort langsam Fortschritte gibt. Aber mein Punkt ist eigentlich der sozusagen, Sie haben langjährige Politikerfahrung in der Bundesregierung auf Landesebene. Woran liegt es denn eigentlich sozusagen, dass so wenig weitergeht, wenn ich das mal so auch sehr plump sagen darf. Hat das Ihrer Erfahrung nach eher damit zu tun, dass es sozusagen Veto-Akteure gibt, Veto-Koalitionen, wie das auch in der wissenschaftlichen Literatur genannt wird, also auf einflussreiche Akteure im politischen System, in der Wirtschaft, die sich einfach querlegen? Ja? Oder hat es auch damit zu tun, sozusagen, dass mit dieser Transformation halt schon sehr viele Verteilungskonflikte zusammenhängen und damit verbunden Ängste, nämlich auch sozusagen in der breiteren Bevölkerung, wie das auch die Emmy Scholz angedeutet hat. Welche Faktoren spielen da wirklich Ihrer Erfahrung nach eine Rolle und wo müsste man ansetzen sozusagen, wenn man da tatsächlich auch Widerstände überwinden möchte, wenn man tatsächlich in Richtung Transformation, Beschleunigung kommen möchte?
Also das größte Hemmnis ist sicher die Kurzsichtigkeit oder Kurzfristigkeit des politischen Handelns. Getan wird über weite Strecken, was bei nächsten Wahlen nützt. Es gibt immer irgendwo Wahlen. Und ich habe das ja am eigenen Leib erlebt, natürlich auch die Widerstandsfähigkeit von eingefahrenen Systemen. Und bei der Gesundheit war es besonders schwierig, weil da hatten wir mit neuen Bundesländern der Sozialversicherung, der Ärztekammer, die auch kein Hort des Fortschritts ist, und allen anderen Playern sozusagen immer das Motto, das haben wir immer so gemacht und das wollen wir so belassen. Ja? Und diese Reform, Unwilligkeit, Innovationsfeindlichkeit und Unfähigkeit zu reformen, der werden wir eines Tages ersticken, wenn wir so weitermachen. Das ist meine Überzeugung. Ja? Und da muss einfach die Bereitschaft, entweder ist die Not nicht groß genug, noch, oder die Erkenntnis nicht. Und ein zweiter Punkt ist die Wissenschaftsfeindlichkeit. Ich sage das so. Also wir wissen ja alles. Also die wissensbasierte Politik zu betreiben, ist offensichtlich nicht en vogue. Weil die Wissenschaft gibt uns in der Sozialpolitik, in der Gesundheitspolitik, in der Bildungspolitik, ich weiß nicht, welches Politikfeld ich da auslasten kann, die Evidenz in die Hand, was zu tun wäre. Jetzt. Now. Und sie gibt uns auch das Handwerkszeug, dass ökonomisch, volkswirtschaftlich betrachtet, es jedenfalls sinnvoll wäre, diese Dinge zu tun. Weil in the long run die Geschichten teurer werden, wenn wir jetzt nicht handeln, aus dem einfachen Argument heraus, naja, es kostet halt Geld. Es kostet uns am Ende viel mehr. Hätten wir die Gesundheitsreform nicht gemacht, wir hätten mehr Kosten im System von 7 Milliarden Euro pro Jahr in 5 Jahren. Und das System würde kollabieren, das war ja einer meiner Hauptimpacts. So, das sind die beiden Hauptgründe. Wie man da rauskommt, das ist eine wirklich, weiß ich nicht, schwierige Frage. Wir werden und auch im demokratischen Prozess, im Diskurs darum ringen müssen, dass diese Lösungen mehrheitsfähig werden. Weil ohne Mehrheiten wird es nicht gehen. Und es ist jetzt halt im Augenblick so, hat dann wieder was mit Bildungspolitik zu tun, dass viele oder zu viele glauben oder 30% glauben, einfache Parolen sind die Lösung aller Probleme. Und Abschottung ist die Lösung aller Probleme. Und da hineinzukommen, es ist wirklich eine harte Nummer, weil, und da hat die Pandemie einen Flurschaden angerichtet, das muss man auch so sagen, ja, weil da Erzählungen dann sozusagen akzeptabel geworden sind, die mit Wissenschaft und Realität nichts mehr zu tun haben. Ich habe im österreichischen Parlament, und das ist kein Scherz, monatlich Anfragen von bestimmten Abgeordneten, die tatsächlich die Wirkung der Impfung in Frage stellen. Der Impfungen per se in Frage stellen. Das ist wissenschaftlicher Mumpitz. Ja? Es ist nachweisbar, dass die Impfung in Europa 1,4 Millionen Menschenleben gerettet hat. Es wird das Gegenteil behauptet. Und diese Erzählungen verfangen und die werden dann aufgedoppelt durch die sozusagen Erzählung, ja, wenn es den Krieg in der Ukraine oder wenn Österreich die Sanktionen beenden würde, dann hätten wir es alle leichter etc. Ja, das ist die Antwort darauf. Ja, Sie haben das Stichwort Wissenschaft schon erwähnt. Das gibt mir die Möglichkeit, auch die Sigrid Stagl in die Diskussion zu bringen. Vielen Dank, dass du auch mitdiskutierst mit uns, Sigrid. Du bist, wie viele wissen, sozusagen eben hier Professorin am Institut für Ökologische Ökonomie. Du bist aber darüber hinaus, und das, glaube ich, zeichnet dich besonders auch aus, sozusagen auch an der, wie das jetzt so schön genannt wird, an der Third Mission der Universitäten sehr interessiert und versuchst, dieses sozusagen umzusetzen und beteiligst dich sehr aktiv an politischen, öffentlichen Diskussionen. Und das ist, glaube ich, sozusagen in vielerlei Hinsicht ein hartes Brot, sich da auch zu engagieren. Und in dem Kontext des Themas Wissenschaft, Einfluss der Wissenschaft auf Politikprozesse, auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse, würde mich interessieren, Wie schätzt du das ein sozusagen? Ist das herkömmliche Selbstverständnis von Wissenschaft, das eben darin besteht, dass man sagt, die Wissenschaft sozusagen bringt Evidenz, sie bringt Analyse, sie bringt vielleicht auch Politikempfehlungen, aber sie ist im Wesentlichen sozusagen eben auf diese Rollen beschränkt. Ist es weiter das Verständnis sozusagen, dass man transportieren muss, dass man sozusagen vielleicht stärker transportieren muss, wo man von Seiten der wissenschaftlichen Akteurinnen und Akteure noch aktiver sein muss? Oder würdest du sozusagen meinen, es braucht mehr sozusagen Aktivismus? Nennen wir es mal Aktivismus. Es gibt ja zunehmend auch Wissenschaftlerinnen, auch in Österreich,
die sagen, ja, also wir müssen irgendwie sozusagen auf die Straße gehen, wir müssen sozusagen dieses und jenes machen, wir müssen aus dieser traditionellen Rolle raus, damit man uns überhaupt wahrnimmt, damit man uns hört, damit wir auch sozusagen breiter wirksam werden können. Ja? Und das ist natürlich auch nicht unumstritten, ja, in der Wissenschaft. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, wie schätzt du das ein? Was ist die Rolle der Wissenschaft und was sollte die Rolle der Wissenschaft in den nächsten Jahren werden, wenn es darum geht, sozusagen diese Prozesse noch stärker anzustoßen, der Veränderung? Mhm, ja. Schönen guten Abend, auch danke für die Einladung. Spannende Frage. Und ich muss auch gestehen, dass sich mein Bild diesbezüglich, dass das evolviert, dass sich das auch verändert. Ich habe ein Mikrofon, es sollte eigentlich an sein. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ja, doch. Klappt das jetzt? Das ist ein, glaube ich, ja. Als ob es an wäre. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen lauter sprechen. Und zwar, auf der einen Seite, was wir als WissenschaftlerInnen normalerweise machen, ist, wir warten relativ geduldig, bis wir gefragt werden von gesellschaftlichen Akteuren. Also wir produzieren Wissen, veröffentlichen das innerhalb unserer Kanäle und nach den Regeln der Akademie. Und dann warten wir, bis jemand draufkommt, da gäbe es doch was wie Interessantes abzuholen. Das ist das, in der Rolle fühlen wir uns am wohlsten. Ja. Ich habe das auch viele Jahre lang gemacht. Ich bin oft gefragt worden, wie ist denn das, wie kommt man dazu, dass man eingeladen wird, Interviews zu geben in Zeitungen oder im Fernsehen oder im Radio. Und meine Antwort war immer passiv sein, gar nichts tun, weil wenn man interessante Forschung macht, dann kommen die Leute drauf und irgendwie verbreitet sich das. Das stimmt schon in einem gewissen Ausmaß. Ich glaube aber trotzdem und bin mittlerweile davon überzeugt, dass es ob der Brisanz der Situation nicht mehr reicht. Und bin deswegen auch teilweise dazu übergegangen mit Kollegen, Kolleginnen und vielleicht das klassische Beispiel war 2019, als Österreich das erste Mal einen nationalen Energie- und Klimaplan nach Brüssel schicken musste, es war noch die vorherige Regierung, und der ziemlich unambitioniert war. Nach unserem Verständnis von Leuten, die in der Energieforschung arbeiten, Klimaforschung arbeiten und so weiter. Und ich kann mich erinnern, in einem Abendzimmer zusammengesessen und gesagt, da gibt es so viel in der Literatur von Maßnahmen, die schon woanders ausprobiert wurden, die schon evaluiert sind, von denen wir wissen, dass sie wirken. Und da steht so wenig in dem Entwurf drinnen. Wir werden aber nicht eingeladen zu kommentieren, wir werden nicht eingeladen Vorschläge zu machen, wir werden nicht eingeladen irgendwie zur Verbesserung beizutragen. Jetzt funktioniert das nicht mehr, passiv zu sein und zu warten, weil die Evidenz ist in der Literatur, das wissen wir. Hallo, hier sind Leute, die könnten was beizutragen, aber wenn man nicht gefragt wird, kann man nicht sozusagen im Elfenbeinturm verbleiben, sondern in dem Fall haben wir uns dann dazu entschieden, und es war eine Gruppe von ungefähr 30 WissenschaftlerInnen aus Österreich, ein Handbuch zu schreiben. Also natürlich keinen alternativen Plan, weil das ist ein politischer Akt, so einen Plan zu schreiben, sondern ein Handbuch, eine Handreiche mit ganz vielen Literaturstellen, wo man denn Verbesserungen von Maßnahmen finden könnte. Und haben halt dann schon auch mit Journalisten darüber gesprochen. Und es ist dann letzten Endes ein Buch geworden, also sehr umfassend. Also manchmal, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man sozusagen, da stünden ganz viele wissenschaftliche Insights, die gut dokumentiert sind und sie finden aber keinen Eingang in politische Strategien, Pläne, Maßnahmen, dann machen wir es schon auch anders. Ja? Oder auch offene Briefe entweder zu formulieren oder zu unterschreiben und Ähnliches. Ich glaube, dass das schon Teil des, das ist mein Verständnis von dem, was wir als WissenschaftlerInnen tun sollten. Hat gestern einen Fragebogen ausgefüllt, den die Universität für Bodenkultur herumgeschickt hat, zu Wissenschaftlerinnen und Aktivismus. Und die haben dann so Steigerungsstufen gehabt. Und da habe ich so richtig gemerkt, wo ich mit mir selber ringe. Das heißt, das Verständnis evolviert, zu welchen Maßnahmen man denn noch bereit wäre. Die Motivation wäre auf alle Fälle da, weil ganz ehrlich gesagt, klimawissenschaftliche Literatur auf täglicher Basis zu lesen, da muss man sehr gefestigte Persönlichkeit sein, um nicht depressiv zu werden.
Und haben wir ja alle erlebt, letztes Jahr mit allen Auswüchsen davon, heißestes Jahr überhaupt seit Menschheitsmessen. Das heißt, die Motivation ist da, aber die Frage ist, was ist geeignet, um in der Rolle der Wissenschaftlerin zu bleiben, trotzdem so effektiv wie möglich zu sein, aber nicht zu stark in den Aktivismus abzurutschen. Das ist eine Balance, die jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin, die sich zumindest mit Klima beschäftigt, sich damit plagt und wo unterschiedliche Personen unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Aber ich kann dazu sagen, mein Verständnis davon entwickelt sich. Und ich werde nicht geduldiger, sagen wir so. Ja, Imme, das ist gleich für dich, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil du bist ja auch sozusagen sehr lange Wissenschaftlerin gewesen. Ich nehme an, auch in deiner neuen Funktion ist diese Identität natürlich, die eben sehr lange du gehabt hast, nach wie vor präsent. Gleichzeitig ist die Böll-Stiftung natürlich auch eine Stiftung, die sich mit Bildungsthemen, politischer Bildung sozusagen beschäftigt. Wie siehst du denn dieses Verhältnis, diese Rolle sozusagen von Wissenschaft, aber vielleicht auch von Bildung in der Unterstützung von Maßnahmen und nicht vielleicht nur nicht so sehr spezifische Maßnahmen, sondern im Aufbau und der Verbreiterung von gesellschaftlicher Unterstützung für Transformation? Ja? Weil wenn ich dich richtig verstehe, ist zwar sozusagen diese Art von Bericht auf globaler Ebene notwendig und sinnvoll, aber man darf ja nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass die Befunde, zu denen ihr kommt, dann gleichzeitig auch sozusagen die Politikerinnen und Politiker dazu bewegen, dementsprechend zu handeln, weil die sind in anderen sozusagen Systemlogiken. Insofern stellt sich, glaube ich, schon auch für dich und deine Tätigkeit in der Böll-Stiftung die Frage, wie kann man sozusagen von unten, wenn man so will, bis zum gewissen Grad zumindest, eben auch oder in Kooperation mit der Zivilgesellschaft, mit sozialen Bewegungen, Dynamik erzeugen, Druck erzeugen. Wo setzt ihr da an in eurer Arbeit? Ja, das war natürlich ein ziemlicher Rollenwechsel, ne? von der Wissenschaft in eine politische Stiftung. Und ich bin da ja zuständig für die Kooperation in Lateinamerika, Afrika, Nahe Osten, Asien. Und da arbeiten wir in sehr unterschiedlichen Konstellationen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit Wissenschaft und auch mit Blick auf die Politik zu sehr vielen Themen, die eben Teil der SDGs sind. Ne? Also wir haben eine internationale Gruppe von den Programmkoordinatoren in unseren internationalen Büros, die heißt Fair Global Deal, und da geht es um den Umbau der Agrarsysteme und der Ernährungssysteme. Und da geht es aber auch, wie kann das in einer Weise geschehen, dass Ernährungssouveränität wächst, dass Landwirtschaft umweltverträglich ist oder eigentlich die Umwelt fördert, nicht nur verträglich ist, also nicht nur Schaden minimiert, sondern eigentlich Nutzen erhöht. Und wie kann das auch so geschehen, dass eben Menschen, insbesondere Frauen, auch besser dastehen, rechtlich, ökonomisch, also selbstbestimmt handeln können. Aus meiner Sicht gehört das alles zu Umsetzungsstrategien von SDGs. Und in der Sprache jetzt unseres Berichts, ne, da sprechen wir davon, dass Wissenschaft einen wichtigen Beitrag leisten kann, wenn sie sozial robuste Ergebnisse produziert. Also das heißt, wenn sie aus dem Elfenbeinturm heraustritt und dann eben Vorschläge in die Praxis umsetzt und das beobachtet, analysiert und auswertet. Also eben, was wir Reallabore nennen. Das gibt es ja häufig im städtischen Bereich. Aber wo dann in dem Sinne ist dann eben das, was die Stiftung macht, auch an der Schnittstelle von Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaft ist, bringt ja oft Themen dann auch politisch in den Gesellschaften zu Gehör, um öffentliche Diskussionen anzuzetteln, auch um Verantwortliche herauszufordern und auch aufzufordern, eben Rechenschaft abzulegen. Aber sie tun das eben zusammen mit den also mit Bauern, Bäuerinnen oder also Menschen, die konkret in dem Bereich, um den es geht, selber davon leben, da handeln, aber eben auch mit Politik zusammen. Und oft auch mit Wissenschaft.
Und das ist eine sehr spannende Kombination, das so zusammenzubringen. Aber wenn es da keine, also von, wenn es eine große gesellschaftliche Aktivität gibt, aber es nicht gelingt, das wirklich zu verknüpfen mit politischen Akteuren und dem politischen Prozess, dann bleibt es auch wirkungslos. Oder es entfaltet nicht die Wirkung, die es könnte und die man auch bräuchte. Weil unter schlechten Rahmenbedingungen kann gesellschaftliches Handeln allein ist auch nur begrenzt wirksam. Ne? Also jetzt, wenn man sich Bedingungen von Armut, von Repression, von großen Interessensgruppen vorstellt, ne? Das, was ja oft die Realität ist. Ne? Ja, ich glaube sozusagen, das ist schon etwas, was Deutschland deutlich unterscheidet vom österreichischen Kontext. Die politischen Stiftungen in Deutschland, sowas gibt es in Österreich nicht sozusagen. Nicht? Und die Arbeit, die die politischen Stiftungen in Deutschland machen, mit ihren Büros in der ganzen Welt, wo man eben mit der Zivilgesellschaft sozusagen, die einem halt politisch näher steht, konkrete Kooperationen macht, wo man auch versucht, sozusagen diese zivilgesellschaftlichen Akteurinnen zu ermächtigen, auch sozusagen politisch tätig zu werden. Ja? Das ist etwas, das ist ein Modell, das, glaube ich, der österreichischen Realität sehr fremd ist, Herr Minister. Ich darf das nur am Rande erwähnen, nachdem ich aus der Entwicklungspolitik komme. Wir diskutieren wieder ein Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2025 bis 2027. Und wir sozusagen bemühen uns von Seiten der Wissenschaft da auch, den politischen Akteurinnen klarzumachen, diese internationale Vernetzung, die internationale Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und zwar nicht sozusagen die Exzellenzeinrichtungen zwischen in Österreich und in den Vereinigten Staaten, sondern eben auch mit wissenschaftlichen Einrichtungen im globalen, sogenannten globalen Süden. Das wäre etwas, was man wirklich sozusagen stärken müsste und ausbauen müsste, weil aus dieser Wissenschaftskooperation dann eben auch sozusagen tatsächlich Bündnisse, Netzwerke entstehen, die dann auch sozusagen diesen Einfluss, diese Information in die jeweiligen Zivilgesellschaften sozusagen stärken können. Und insofern ist dieser Bottom-up-Approach, wo Wissenschaft auch eine stärkere Rolle spielen kann, glaube ich, etwas, was für die nächsten Jahre sehr wichtig sein könnte, weil, Sie verzeihen mir, wenn ich das so offen sage, aber sozusagen der Top-Down-Approach, also diese Vorstellung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sozusagen machen die Analysen, die Politiker nehmen das zur Kenntnis und setzen um. Also dieser Top-Down-Approach sozusagen, der funktioniert zu langsam. Insofern sozusagen, glaube ich, ist das was auch ein bisschen einen anderen Zugang zur österreichischen Wissenschaftspolitik bedeuten würde. Ich weiß, Sie sind dafür sozusagen formal gesehen nicht zuständig. Aber ich denke mir, dass sozusagen auch Sie vielleicht da, wenn es um solche Projekte geht, Dreijahresprogramm und auch in Ihrem eigenen Wirkungsbereich im Sozialministerium, dass man da durchaus überlegen könnte, auch diese Vernetzung zum Beispiel zu sozialwissenschaftlichen, sozialpolitischen Themen zu stärken. Ich meine, ich glaube, wenn man dieser Regierung im entwicklungspolitischen Bereich auch sozusagen einen Fortschritt attestieren kann, dann sicher den, dass sozusagen Entwicklungspolitik im breiteren Sinne jetzt auch von mehreren Ministerien als eigener Wirkungsbereich gesehen wird. Ja, kann diskutieren, wie stark, aber Ihr Ministerium sozusagen hat jetzt ein Programm, das Klimaministerium tut einiges, das Landwirtschaftsministerium unterstützt das UN-Ernährungsprogramm. Also es gibt da gewisse, zumindest graduelle Zunahme des Ownerships oder der Ownership quer über die Ministerien hinweg. Ja. Insofern, vielleicht auch noch an Sie die abschließende Frage, bevor wir dann auch ins Publikum gehen. Wo sehen denn Sie Ansatzpunkte sozusagen in diesen Bereichen Wissenschaft, im Bereich Bildung, um sozusagen Initiativen zu setzen, die eine Transformation auch in breiteren Bevölkerungsschichten stärker verankern könnte? Was sind zum Beispiel sozusagen aus Ihrer Sicht da vielleicht auch demokratiepolitische Instrumente, die man stärker einsetzen könnte? Es gab den Klimarat, es gibt sozusagen auch in anderen europäischen Ländern Experimente mit solchen Räten. Ja? Brauchen wir da auch sozusagen einen neuen Zugang zu demokratischen Politikformen? Wie sehen Sie das? Also wir machen das im eigenen Haus, im eigenen Wirkungsbereich sowieso konsequent.
Beispiel von gestern, die Armutsplattform ist eine nicht nur NGO-Einbindung, sondern auch Armutsbetroffene, direkt Betroffene, die eingebunden sind, dort eine Stimme haben. Selbiges gilt im Bereich der Menschen mit Behinderungen. Da wird nichts gemacht ohne Beteiligung, kein Gesetz, keine Verordnung, ohne Beteiligung auch. Also das ist ein No-Go. Ja, ich kann das nicht am Schreibtisch erfinden. Selbiges gilt auch für die Wissenschaft. Also wir sind da sehr auch international vernetzt und versuchen beispielsweise, wenn es um Long-Covid geht, wenn es um Präventionsmaßnahmen geht, auch die Erfahrungen zu vernetzen und mitzunehmen. Und ja, da teile ich die Einschätzung, das muss über den Tellerrand hinausgehen. Da spielt bei uns natürlich eine Rolle, auch die Kontakte zu suchen, hinein in den globalen Süden, wir uns sehr auch sozusagen beteiligen, wenn Konferenzen stattfinden, wir auch wohin fahren, dort unsere Dinge, unsere Themen mit einbringen. Und das wird gar nicht anders gehen. Also entweder es gelingt dort breit, diese Beteiligungsprozesse hinzubekommen, oder wir werden eh scheitern. Also zu glauben, ich kann es irgendwo, es gibt schon genug politischen Feld, die das meinen. Ja. Ich kann es erfinden und dann einfach umsetzen, top-down, das ist von vorgestern. Es geht sich einfach nicht mehr aus. Es wird auch nicht akzeptiert. Ja. Wenn ich eine breite Akzeptanz möchte, dann muss ich darum mich bemühen, diese Beteiligungsdinge hinzubekommen. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen mal auch ins Publikum. Wir haben sozusagen, hätte ich gesagt, Zeit für zwei Fragen, zwei Fragerunden, Kommentarrunden, drei bis vier Wortmeldungen. Schauen wir mal, wie diskussionslustig Sie sind. Sie können die Fragen sowohl in deutscher Sprache stellen als auch in englischer Sprache. Wer hätte eine Frage? Ich sehe mal eins, zwei gehobene Hände. Die Frau Dannecker hier und dann der Herr in der Mitte. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion und vor allem vielen Dank für den Zwischenbericht. Ich wollte noch was zum Thema Wissenschaft sagen, weil ich die Diskussion immer ein bisschen unglücklich finde, weil wir nicht darüber reden, was für Wissen brauchen wir überhaupt. Und das war jetzt, also das mit dem Warten, ich verstehe das völlig, ich kann das nachvollziehen. Aber ich fand das Beispiel der Böll-Stiftung ja gezeigt hat sozusagen, wer muss eigentlich in Wissensproduktion inkludiert werden und wie verändert das auch das Wissen und ist das Wissen überhaupt notwendig, relevant für die Form der Transformation, die jetzt hier gezeichnet wurden. Also die Idee, immer von diesem Dualismus auszugehen, finde ich aufgrund der unterschiedlichen Rationalitäten schwierig und ich finde vor allem den Punkt schwierig, den du auch gemacht hast und über den wir viel zu wenig reden, nämlich auch, dass wir darüber reflektieren müssen als Wissenschaftlerinnen, mit wem wir kooperieren. Wir haben ein absolut ungleiches globales Wissenschaftssystem, in dem wir alle mitspielen, also bis zum gewissen Grad, was aber auch nur von innen raus verändert werden kann. Und ich denke einfach, dass es hier wichtig ist, auch stärker, sage ich jetzt selbstreflektiv aus der Wissenschaft kommen, über dieses System auch nachzudenken. Und die Frage, was für Wissen wir brauchen im Kontext von Transformation, finde ich nochmal eine ganz wichtige Frage, wo es eben nicht nur um Kooperation geht, sondern auch die Frage, was ist anwendungsrelevantes Wissen, wo kommt es her? Wer muss inkludiert werden und was verstehen wir auch unter unterschiedlichen Wissensformen? Okay, vielen Dank. Der Herr in der Mitte. Hallo. Hallo. Ja, wir hören Sie. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eine Diskussion über SDG erwartet. Das war eher ein Interview über das Dasein der Wissenschaft in der heutigen Zeit. Aber ich möchte das zu den SDG zurückbringen. Der Vorgänger waren ja die Millennial Goals. Die waren 8 an der Zahl. Und das Erreichen ist nicht sehr gut gelungen. Dann hat man neu angefangen und die Zahl von 8 auf 17 gesteigert. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, an wen
richtet sich Ihr Bericht? Wer wird den Bericht lesen? Für mich war voll, ich bin akademisch gebildet und konnte Ihnen folgen, aber mit gewisser Mühe. Da sind auch Ausdrücke wie Context and Goal affected linkages or something like that. Es sollen ja schlussendlich die Politiker und die Diktatoren von mir aus und die Regierungsmitglieder handeln. Aus meiner Sicht müsste dieser Bericht sukzessive auf Alltagssprache gebracht werden. Also wer ist der Leser? Bürokraten in New York oder wer? Okay, eine interessante Frage. An wen adressiert dieser Bericht? Und die Dame? Hello, ja, bitte. I have a general question about SDGs as well. So, do you think those transformations, as well as achievement of the SDGs in general, is even possible in the current economic system that prioritizes economic growth and is dependent on it? And whether, in general, SDGs, it's possible to achieve SDGs in their entirety, because we want to, on the one hand, reduce environmental pressure, and at the same time, we keep relying on finite resources and prioritizing economic growth, because a lot of social indicators currently are dependent on it. Okay, vielen Dank. Die Frage, inwieweit wir mit dem derzeitigen auf Wachstum beruhenden Wirtschaftsmodell überhaupt die SDGs erreichen können. Ich schaue dann die ökologische Ökonomin an im Hinblick auf die Beantwortung dieser Frage. Gibt es jetzt noch weitere Fragen? Nehmen wir die beiden gehobenen Hände noch und dann gehen wir zurück und dann vielleicht noch eine zweite Runde. Hi, thank you very much. Just a continuation of the other question actually. What do you think the role of, I mean, when we talk about developing a human collective, working as a human collective, as the co-president of a political foundation and also as somebody who has expertise in SDGs and science side of it, what's the role of trust? Because I think human trust has, I think the trust in the global system is, I mean, we can all agree it's broken down. How can we bring these two goals together and how can we achieve this without any trust? Thank you. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe eine Frage an Frau Scholz, weil Sie das ein paar Mal betont haben, dass eine Priorisierung der SDGs so wichtig ist. Haben Sie dafür ein Land wie Österreich zum Beispiel schon was erhoben? Also welche Ziele da besonders zu priorisieren wären? Gut, dann würde ich vorschlagen noch Michael Obrowski und dann gehen wir zurück aufs Podium. Danke sehr. Herr Minister, eine Frage an Sie. Machen Sie sich's vielleicht als Politiker, sage ich jetzt nicht als Ressortverantwortlicher in Ihrem Ressort, nicht zu einfach, wenn Sie sozusagen jetzt verweisen auf die allgemeinen Krisen und auf die Situation und Wahlen und. Ist es nicht vielleicht auch ein Problem, das ich aus der Entwicklungspolitik stärker kenne, gebe ich zu, dass es keine Strategien im eigentlichen Sinne gibt, wie man Strategien woanders versteht, indem man bestimmte Ziele so formuliert, dass auch das Budgetieren, was wie immer wieder genannt wird, dort integriert wird und man genau sagt, so und so viel möchte ich in den nächsten Jahren ausgeben, um dieses oder jenes Ziel, das ich dann auch noch operationalisieren muss, zu erreichen. Ich sehe und lese sehr oft Strategien, die das einfach vermissen lassen, wo mit blumigen Worten irgendwelche Ziele angestrebt werden und dann wundert man sich nachher, wenn man es nicht erreicht. Okay, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, Imme, magst du starten? Es sind einige Fragen an dich gerichtet worden. Bitteschön. Ja, also warum sind es 17 Ziele und nicht 8? Als wir wussten, dass die SDGs erarbeitet werden würden, das ist ja schon im Vorlauf zum Gipfel 2012 in Rio, ist das ja deutlich geworden. Da habe ich auch meine Liste gemacht. Ja, und ich habe gedacht, ich versuche es mal mit 8.
Ja, und ich bin auf 8 gekommen, die aus meiner Sicht das ganze Spektrum widerspiegeln, fast das ganze Spektrum widerspiegeln, was wir jetzt in 17 Zielen haben. Aber für mich ist der unglaubliche Wert der SDGs liegt ja auch darin, dass sie von 70 Ländern gemeinsam verhandelt worden und erarbeitet worden sind. Die Millennium Development Goals sind ja von Bürokraten gemacht worden. Von Bürokraten aus der internationalen Entwicklungsbürokratie. Da gab es keinerlei Beteiligung und keine Verhandlungs- und Aushandlungs- und auch Verständigungsprozesse. Und das sieht man den SDGs und auch den Targets, den Unterzielen, sieht man das an. Das sind Ergebnis von der Verständigung und von politischen Aushandlungen. Das ist wissenschaftlich oft gar nicht stringent, total schwer umzusetzen in Indikatoren, aber es ist ein sehr produktiver Prozess der internationalen Willensbildung gewesen, dass wir so noch nicht gehabt haben. Und das ist sehr wertvoll und erklärt auch, warum trotz all der Schwierigkeiten diese Leute immer noch jedes Jahr da nach New York fahren und sich die Berichte angucken, die Berichte auch schreiben und meinen, das ist eine wichtige Agenda, auf das sich eben Industrie und Entwicklungsländer und mehrheitlich Entwicklungsländer geeinigt haben. Die haben ja eine Arbeitsgruppe gebildet, wo unser Verständnis damals war, naja, in diese Arbeitsgruppe will ja keiner reingehen. Wenn es uns schon nicht gelungen ist, für Rio diese Ziele zu vereinbaren, wer wird denn in so eine Arbeitsgruppe gehen wollen? Das waren dann 70 Länder, die sich die vorgesehenen Sitze in so einem Rotationsprozess geteilt haben. Also das war, glaube ich, für die politische Legitimität und Attraktivität dieser Ziele sehr wichtig, auch für die gesellschaftliche. Und ich denke, dass es ein Gewinn ist, diese 17 Ziele zu haben, weil wenn Sie sich ein Regierungsprogramm vorstellen, das deckt sehr viele Politikfelder ab. Also es einfacher zu machen, hätte bedeutet, komplexe Probleme in vielerlei Hinsicht unzulässig zu vereinfachen. Allein im Bildungsbereich es ist ein Oberziel und da gibt es 12 Konkretisierungen, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung für so zentral erachtet wird, dass alle Menschen mit den notwendigen Wissen und Fertigkeiten ausgestattet sind, um ihre Situation zu verstehen, zu verbessern, um die Instrumente in der Hand zu haben, um produktiv zu sein und also produktiv in der Wirtschaft zu sein, aber auch aktive Mitglieder der Gesellschaft. Also das finde ich nach wie vor sehr positiv. Wichtig ist aber dann, wenn man sagt, jetzt in Land XY wollen wir die SDGs umsetzen, dann muss man es konkretisieren und beziehen auf die nationale Realität. Das ist also ein ganz wichtiger und auch komplexer Übersetzungsprozess. Und ich finde eben, geht nicht nur darum, dann zu gucken, wie breche ich diese 17 Ziele sinnvoll runter auf und mache sie passend für meine Realität, um die Transformationsanforderungen richtig zu fassen, sondern ich muss auch dieses nationale oder lokale Veränderungsprogramm in Verbindung setzen zu dem, was global zu erreichen ist. Das ist für mich eine weitere wichtige Botschaft der SDGs, dass gesagt wird, es geht auch um die Beiträge zu dem, was global erforderlich ist. Also nicht nur im Sinne von, ich unterstütze finanziell ärmere Länder, das haben wir ja schon lange gehabt, sondern wenn ich bin verpflichtet, ambitioniert in der Klimapolitik zu sein, weil ein besseres Klima nur als Ergebnis globaler Anstrengungen zu erreichen ist. Oder auch eine besser strukturierte Wirtschaft, also internationale Handelsbeziehungen oder auch Produktionsbeziehungen so zu gestalten, dass sie eben lokale soziale Standards nicht unterlaufen und eben die Umwelt nicht zerstören. Ja? Das sind neue Formen auch von internationaler Kooperation. Und die Sprache in unserem Bericht ist, wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, sie verständlich zu formulieren. Es ist nicht in jeder Hinsicht gelungen. Wir haben mehrere Bearbeitungsschritte da durchgemacht. Und wir haben, also ich hatte ja vorhin gesagt, unsere Auftraggeber sind die Regierungen, die Adressaten sind die Regierungen, die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Und unseren ersten Entwurf haben die alle gelesen. Also sehr viele haben die gelesen und uns detaillierte Kommentare geschickt, auch Zuspruch, ja,
Aber da war ich wirklich überrascht, wie viele das getan haben. Und zwar Entwicklungs- wie Industrieländer. Manche mit einem sehr engen Fokus, aber gut. Und wie gesagt, es gibt ja jedes Jahr in New York diese Übung, sich bestimmte SDGs vorzunehmen und zu gucken, mit welchen Ansätzen, um diese Ziele zu erreichen, haben wir in unserem Land positive Erfahrungen gemacht. So ehrlich sind die Regierungen leider nicht, dass sie sagen, damit, das hat es uns nicht gelungen. Ja? Also das ist immer schwierig, das will man international nicht so thematisieren, da sagt man lieber, das ist uns gelungen. Aber dafür gibt es dann ja die ganzen Side-Events, wo dann eben auch zivilgesellschaftliche Akteure dabei sind oder eben auch wissenschaftliche, die legen dann den Finger in die Wunde und die anderen hören zu und geben es zu. Ja? Also das sind dann eben diese Multi-Stakeholder-Runden. Das finde ich auch eine sehr sinnvolle Übung, die man noch viel stärker nutzen könnte, um diese Lernprozesse zu beschleunigen, auch durch Austausch. Das wäre sicher sehr sinnvoll. Nun war die Frage nach dem Vertrauen. Ne? Das ist eine sehr, sehr wichtige Ressource für Transformation. Und ich glaube, dass dieser Verhandlungsprozess am Anfang von diesen 70 Ländern sehr wichtig war, um überhaupt Vertrauen in die Agenda als eine gemeinsame Agenda zu schaffen. Das war also ein erster wichtiger Schritt. Ein zweiter wichtiger Schritt ist, ich habe vorhin ja auch Aktivitäten in Städten genannt, also auf lokaler Ebene. Ich war heute Vormittag, habe ich eine Online-Sitzung gehabt mit dem Nachhaltigkeitsrat von Katalonien. Da war sehr viel Vertrauen in die Selbstwirksamkeit. Da war ein ganz starkes Vertrauen. Wir sind hier ein Zusammenschluss, der sich zum Ziel gesetzt hat, Katalonien nachhaltiger zu machen und auch international zusammenzuarbeiten mit Ländern in Lateinamerika, weil wir dasselbe Ziel haben. Also Menschen, die das seit Jahren machen und die Wissen auch selber produzieren, die sich selber in politische Prozesse begeben und sagen, das, was wir hier machen, ist sinnvoll, weil wir Veränderungen sehen. Ja? Das ist auch Teil des Vertrauens. Wo Nichtvertrauen entsteht, ist eben, wenn man sieht, Regierungen schaffen Gremien der Partizipation, aber sie sind nicht sinnvoll. Es ist mehr eine, um es vorzuzeigen, aber es sind keine Orte der kritischen Analyse, der Auseinandersetzung darüber, was funktioniert und was nicht. Und das, was die nichtstaatlichen Akteure, also eben Zivilgesellschaft oder Wissenschaft einbringt, wird dann doch nicht gehört. Ja? Das schafft kein Vertrauen. Ich denke, dass die... es gibt ja viele Netzwerke, ich habe das jetzt sehr stark gesehen eben bei Städten, aber es gibt es auch von Regionen, wo Menschen, denen es ein Anliegen ist, diese SDGs umzusetzen, zusammenkommen und sich verständigen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber unter Bedingungen, wo ein offener gesellschaftlicher Dialog und eine Auseinandersetzung, auch ein Hören, ein Akzeptieren von Kritik, wo das nicht möglich ist, also wo Demokratie nicht stark genug ist oder auch nicht gewollt wird, um so etwas zu erreichen, das ist unterminiert natürlich Vertrauen und schafft auch keine guten Voraussetzungen, um in der Umsetzung voranzukommen. Okay. Vielen Dank. Vertrauen, ja, Herr Minister, sozusagen dieses Aufkommen des Rechtspopulismus, die Kritik oder das Nichtglauben an die Wissenschaft, ist das nicht sozusagen, sind das nicht Symptome einer breiteren Vertrauenskrise in unser liberaldemokratisches System? Das war eine Frage, die an Sie gerichtet worden ist. Die zweite Frage war eben vom Kollegen Obrowski sozusagen, wenn man Pläne macht, muss man nicht sozusagen auch versuchen, wirklich Ziele reinzuschreiben, Budgets reinzuschreiben. Das ist natürlich ein bisschen die Frage gedrängt aus der Erfahrung mit dem Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik, wo genau das immer fehlt. Wie würden Sie darauf reagieren wollen?
Nämlich so, dass Sie zu 100% recht haben. Also es taugt ein Strategieplan genau nichts, wenn er nicht hinterlegt ist, mit jedenfalls einer 3G-Strategie, nennen Sie es einmal so, ein Gesetz, ein Geld und eine Governance. Ohne das geht es nicht. Ja? Und das ist aber ein, sozusagen, die Schwierigkeit besteht dann darin, dass die Kurzfristigkeit im politischen Geschäft und die Geschwindigkeit immer mehr zugenommen hat und es manche ja schon für verpönt halten, überhaupt zu denken, geschweige denn systematisch zu denken, und die Krone ist dann systemisch denken zu wollen. Das wäre mein Anspruch, um auch ein gesamtheitliches Bild zu bekommen. Also ich mache es fest an der Gesundheitsreform. Noch einmal, da muss ich in der Lage sein, eine 5-Jahres- und 10-Jahres-Perspektive hineinzupacken und die mit Geld zu hinterlegen und mit auch Gesetzen zu untermauern, sonst bringe ich das nicht hin. Und nationale Aktionspläne, die zum Teil mit Bürgerbeteiligung, komme ich dann noch drauf, entstanden sind, die null hinterlegt sind mit Budget, die sind das Papier nicht wert. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Ja. Und insofern teile ich das. Es hat auch mit Vertrauen was zu tun. Und Bürgerbeteiligung, Bürgerräte, Partizipation hat nur dann einen Wert, wenn sie auch ernst genommen wird und hinterlegt wird, mit der Bereitschaft, sich, nachdem ich das gemacht habe, wiederzustellen, der Debatte, habe ich die Dinge erreicht oder nicht. Ich habe sowas gemacht in der Gesundheit und habe denen gesagt, ich treffe euch in einem Jahr wieder. Wir setzen uns zusammen und schauen uns an, was davon ist umgesetzt worden. Sonst werden die Leute nicht ernst genommen. Und wenn das einmal passiert, dann werden sie ein zweites Mal nicht teilnehmen. Also das ist sozusagen dann die verkehrte Form von Bürgerbeteiligung, das ist die Bürgerinnen und Bürger nicht ernst nehmen. Zum Vertrauen vielleicht noch einen Satz. Es hat mich in Finnland fasziniert, warum dort von 5 Millionen Einwohnerinnen gezählte 150 sich vom staatlichen System der digitalen Gesundheitsdatenerfassung abgemeldet haben. Wir haben in Österreich ELGA, wir haben eine Dropout-Rate von 3% der Bevölkerung, die wollen das nicht. In Finnland sind es im gesamten finnischen Siedlungsraum 200 oder sowas. Was war die Antwort, warum ist das dort so? Trust is a must. Also wenn das Vertrauen nicht da ist, dass dort der Datenschutz gewährleistet ist, sorgfältig umgegangen wird, es keine Einflugschneise ist für die kommerzielle Verwertung und so weiter, wird es nicht funktionieren. Und insofern stimmt es zu 100%, ohne Vertrauen in die staatlichen demokratischen Institutionen werden wir das nicht gewinnen. Und das ist ja auch die entscheidende Frage, weil ich zu meinem Eingangsstatement zurückkomme, auch in die europäischen Institutionen. Wenn da nicht das Vertrauen vorhanden ist, dass Dinge sich zum Besseren bewegen, dann werden die Leute jenen glauben, die sagen, Europa ist ein Popanz und brauchen wir gar nicht. Okay, ja, Sigrid, sozusagen, du hast ja dich seit vielen Jahren mit der ökologischen Ökonomie beschäftigt. Es gibt sozusagen eine große Diskussion in der ökologischen Ökonomie zum Thema Rolle von Wirtschaftswachstum, inwieweit sozusagen ist Wachstum kompatibel sozusagen mit der Klimakrise. Es ist sozusagen auch in gewisser Weise sozusagen eine latente Spannung in den SDGs drinnen, weil auf der einen Seite sozusagen geht es natürlich Dekarbonisierung und vieles andere. Andererseits gibt es auch SDGs 8 und 9, die zum Beispiel sozusagen von Wachstum sprechen. Ja? Wie ist darauf deine Antwort? Sozusagen braucht es Wachstum? Braucht es kein Wachstum? Wenn ja, wo? Wenn, vielleicht wo nicht? Ja. Mhm, ja. Ich möchte die Antwort auch kombinieren mit der Frage zum Wissenschaftsverständnis. Es war sehr freundlich, dass der Vizerektor Badinger mich vorgestellt hat als Professorin für ökologische Ökonomie. Ehrlich gesagt, meine Professur heißt Umweltökonomie, aber ich mache einfach schamlos ökologische Ökonomie. Aber scheinbar hat sich die Universität mittlerweile damit abgefunden. Wenn der Unterschied nicht so klar ist, können wir das gerne bei einem Gläschen Wein danach diskutieren und ich kann es illustrieren, was der Unterschied ist. Warum ich ökologische Ökonomie mache und nicht Umweltökonomie ist, weil die Umweltökonomie von einem Paradigma ausgeht, dass es im Prinzip alle Macht im ökonomischen System geht vom Konsumenten aus, sozusagen mal die Prämisse. Und the greatest good for the greatest number, das klingt ja eigentlich ganz gut als Ziel. Und gemessen wird das aber dann oder konzeptualisiert wird das dann als Nutzenmaximierung der Einzelnen.
Das klingt auch einmal noch relativ akzeptabel. Das Problem ist nur, dass Nutzen nicht konzeptualisiert wird. Das ist so eine diffuse Menge. Und mehr ist immer besser. Das ist ein explizites Axiom, das dem der Paradigma zugrunde liegt. Das heißt, man kann nie genug davon haben. Mehr ist immer besser. Ja? Und die Kombination davon, Nutzenmaximierung ist das, was wir anstreben und mehr ist immer besser, führt dann dazu, und auch weil man Nutzen nicht wirklich messen kann, deswegen machen wir dann den philosophischen Sprung von Nutzenmaximierung hin zu Konsummöglichkeiten, als ob das dasselbe wäre. Und mehr Konsummöglichkeiten hat man, wenn man mehr Einkommen hat. Deswegen, was auch immer deine Frage war bezüglich the greatest good for the greatest number, die Antwort ist mehr Einkommen. Und das ist ein Paradigma, mit dem ich mir halt schwer tue. Und in der ökologischen Ökonomie sprechen wir halt mehr von Bedürfnisbefriedigung. Bedürfnisse kann man benennen, die sind universell, die sind über die Zeit hinweg konstant, sind auch über Kulturen hinweg konstant. Wie sie befriedigt werden, ist in Gesellschaften unterschiedlich, wie sie im Zeitablauf befriedigt werden, ist unterschiedlich. Und vor allem Bedürfnisse können irgendwann einmal auch befriedigt sein. Dann ist es genug jetzt, ist in Ordnung. Dieses Bedürfnis ist in adäquater Form befriedigt. Das heißt also, das Wissenschaftsverständnis ist schon sehr wichtig. Je nachdem, wie man herangeht, mit welchem Paradigma herangeht, betrachtet man halt die SDGs dann sehr unterschiedlich. Dass er SDG 8, Economic Growth and Decent Work heißt. Decent Work schön und gut, aber wenn da Bedürfnisbefriedigung stehen würde statt Economic Growth, wäre das meines Erachtens ein viel produktiverer Zugang oder just and sustainable economy. Und insofern ist das Wissenschaftsverständnis, das dahinter steht, schon sehr wichtig und man sollte nicht von der Wissenschaft sprechen, sondern natürlich, das sind komplexe Zusammenhänge, die man versucht zu illustrieren und je nachdem, mit welcher Linse man draufschaut, sieht man etwas Unterschiedliches. Also insofern danke für die Nachfrage nach dem Wissenschaftsverständnis, das dekolonialisiert werden muss und dass man auch immer wieder kritisch reflektieren muss, vor allem aus einer Situation, wo man aus der Ökonomie kommt, welches Wissen wenden wir eigentlich an, um die Transformation wirklich zu unterstützen. Das ist etwas, was uns in der ökologischen Ökonomie extrem wichtig ist, nicht nur aufgrund der biophysischen Grundlagen, sondern eben auch, wie man soziale Ungleichheit beispielsweise in die ökonomische Analyse immer inkludieren kann. Die Millennium Development Goals wurden auch noch erwähnt, das ist mir auch noch wichtig, kurz darauf zu rekurrieren, denn die Millennium Development Goals hatten ja das Ziel, hauptsächlich über den globalen Süden, die Länder des globalen Südens zu sprechen und aufzuzeigen, in welchen Dimensionen sie sich noch zu entwickeln haben. Und die Sustainable Development Goals sind ja diesbezüglich eine ganz große Weiterentwicklung, weil es nicht darum geht, den globalen Süden weiterzuentwickeln, sondern alle Länder müssen sich entwickeln. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht ganz angekommen ist, obwohl es schon 2015 etabliertes Wissen ist, aber das ist, glaube ich, noch nicht ganz angekommen. Und ich möchte es illustrieren anhand von einem Zeitungsartikel, den ich vor 3 Wochen ungefähr in der Presse gelesen habe. Jetzt darf man die Presse nicht überbewerten, aber es ist trotzdem ein Qualitätsmedium in Österreich. Und da wurde darüber berichtet, dass Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2023, wie sie sich entwickelt haben in verschiedenen Weltregionen, und vor allem Südostasien, Pro-Kopf-Einkommen sind gestiegen. Und in dem Artikel ging es nur darum, warum das jetzt ein Problem ist für Österreich, weil manche Länder aus Südostasien jetzt schon wirklich in die Nähe von dem Pro-Kopf-Einkommen, das wir in Österreich haben, kommen. Als ob das ein Wettrennen wäre. Und nur wenn wir unsere Position behalten und wenn wir auf unserem 17. Platz oder wo auch immer bleiben und nicht abfallen, nur dann ist es positiv zu betrachten. Es ist mit keinem Satz gesagt worden, dass das eigentlich was Positives ist, wenn Länder, wo große Teile der Bevölkerung in Armut leben, ein höheres Pro-Kopf-Einkommen haben. Das heißt, dass auch dieses Verständnis, dass das nicht ein Wettrennen ist, sondern dass es um die Bedürfnisbefriedigung geht und eben nicht um dieses Nutzen maximieren, wo man eigentlich nur mehr ist immer besser. Und deswegen, wenn andere mehr kriegen, wir relativ dann ein bisschen abgehängt werden oder nur nicht so weit voraus sind, das ist ein Rat Race, wo man aus biophysischen Überlegungen, also aus Umweltüberlegungen, natürlich nur verlieren kann. Das geht sich nicht aus.
Und noch ganz kurz zur Frage, welche Rolle Wachstum in unseren Analysen bedeutet. In der ökologischen Ökonomie versuchen wir, über Wirtschaftswachstum so wenig wie möglich zu sprechen. Nicht, weil wir es totschweigen wollen, sondern weil wir es als Mittel zum Zweck betrachten und nicht als Ziel. Und diesbezüglich finde ich die Sustainable Development Goals extrem nützlich, weil benannt wird, was die gesellschaftlichen Ziele sind, was wirklich anzustreben ist. Dass davon eines oder ein Teilziel Wirtschaftswachstum ist, finde ich jetzt unhilfreich, habe ich schon gesagt. Aber prinzipiell zu benennen, was sind die gesellschaftlichen Ziele, und dann schauen wir uns an, was kommt dann letzten Endes raus, schaffen wir es zu dekarbonisieren, schaffen wir es, die soziale Ungleichheit zu reduzieren, schaffen wir es, die Armut auszumerzen. Und gleichzeitig, wenn wir dann nachrechnen, kommt raus, dass das Wirtschaftswachstum gestiegen ist oder gleich geblieben ist oder gesunken ist, ist eben eher eine Accounting Matrix als ein Ziel. Ja? Und das ist etwas, was wir versuchen, auch in unseren Analysen zu implementieren. Das ist sozusagen die Herangehensweise, die wir wählen, weil das bist du für Wirtschaftswachstum oder bist du gegen Wirtschaftswachstum, das ist so dichotom und killt jede Debatte. Und finde ich unproduktiv, deswegen reden wir über das, was wirklich die Ziele sind, und dann schauen wir am Schluss, ob das Produktionsmaß, Bruttoinlandsprodukt, wie es das beeinflusst hat. Aber man kann sich ja soziale Infrastrukturen vorstellen, wo Bruttoinlandsprodukt möglicherweise nicht steigt, aber sehr wohl die Bedürfnisbefriedigung von einem Großteil der Bevölkerung erhöht wird. Und dann ist das wohl positiv zu bewerten. Okay, vielen Dank. Apropos Debatte. Unsere Debatte geht in die Schlussrunde, würde ich vorschlagen. Wenn Sie noch Fragen haben, würde ich bitten, dass wir die vielleicht bei einem Glas Wein oder Wasser oder was auch immer Sie möchten, weiterführen informell. Herr Bundesminister, Sie werden wahrscheinlich 2030, wenn sozusagen der Schlussstrich über die SDGs gezogen werden wird, nicht mehr in der derzeitigen Funktion sein, was ich Ihnen nicht wünsche, sondern es ist wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, sagen wir so. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wie würden Sie das denn einschätzen? Unter welchen Voraussetzungen würden Sie sagen, 2030, wenn Sie zurückblicken auf die letzten 15 Jahre, wir haben die SDGs erreicht oder wir können zumindest mit einer gewissen Zufriedenheit auf die letzten 15 Jahre zurückblicken. Was wäre denn da für Sie der Maßstab? Ich würde mit einem positiven Ausblick auch gerne schließen wollen. Was alles möglich ist, wenn es wirklich darauf ankommt, hat die Pandemie gezeigt. Also was da an Ressourcen mobilisiert worden ist, an Kooperation, an Forschung, die plötzlich beschleunigt worden ist, an Mitteln, die locker gemacht worden sind, das war fulminant. Hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und meine Botschaft ist, wenn es bei Covid gegangen ist, dann wird es bei anderen Fällen auch gehen. Und das ist sozusagen meine Hoffnung, die ich daran knüpfe, dass schon die Notwendigkeit, die Dringlichkeit und sei es auch durch fortschreitende, weiß ich nicht, katastrophale Ereignisse entlang der Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern, sind, das bewegen wird. Und die Basis, und das ist sozusagen mein Abschluss, müssen Menschenrechte, parlamentarische Demokratie, globaler Austausch und raus aus diesem Denken, wir können es irgendwie bei uns eingeigelt übertauchen oder durchstehen nach dem Motto, für mich geht es gerade noch aus. Das kann es nicht sein. Ich glaube, dass da einiges in Bewegung kommt. Ich glaube auch im Unterschied zu manchen anderen Kommentatoren, dass die Klimakonferenz dieses Mal, die ja mit null Hoffnungen sozusagen in den Start gegangen ist, schon auch Dinge in Bewegung gebracht hat. Es geht zu langsam, wir wissen das, denn viele entscheidende Weichenstellungen werden im heurigen Jahr stattfinden, davon bin ich zutiefst überzeugt, entweder in die eine oder die andere Richtung, ich hoffe nach vorne, und ich bin, Sie haben recht, in einem Alter, wo ich dann 2030 jedenfalls nicht mehr in dieser Rolle dabei sein werde, aber ich schon glaube, ja, ist, also wenn früher Eltern ihren Kindern das Leben beigebracht haben, um es zu verkürzt zu sagen, und heute gezwungen sind, ihnen das Überleben beizubringen, weil die Situation so ist, wie sie ist, dann wird das, glaube ich, und das merke ich bei jungen Menschen, ein Bewusstsein wecken,
dass es um alles geht und dass die auch bereit sind, dafür zu kämpfen, auf die Straße zu gehen. Auch die Wissenschaft, Sie haben Ihre Rolle angesprochen, wird sich da, glaube ich, verändern in der Deutlichkeit, wie sie sich artikuliert, in der Vehemenz, wie sie sich artikuliert, wird auch versuchen, herauszutreten aus den Eigengesetzmäßigkeiten, in der sie auch gefangen ist. Das betrifft auch politische Systeme. Last not least, wir sind in einer Situation, wo wir uns Trägheit und es so lassen, wie es ist, schlicht nicht mehr leisten können. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, wird zunehmen. Vielen Dank. Sigrid Stagel, wie schaut das bei dir aus? Als ökologische Ökonomin, was muss bis 2030 passiert sein, dass du sagst, wir sind doch ein Stück weitergekommen auch mit dieser SDG-Agenda? Ja, ich glaube, das und das möchte ich ein bisschen auch noch selbst kritisch aus dem Wissenschaftsbetrieb berichten, dass wir natürlich auch uns insofern weiterentwickeln müssen, dass eben die Wissensproduktion alleine nicht reicht, sondern eben ganz proaktiv auch nach außen zu gehen. Zum Beispiel machen wir nächste Woche eine Pressekonferenz zu einer Studie, die zusammen mit der Universität Graz abgeschlossen wurde. Und da wird das erste Mal nicht nur eine Kurzfassung sozusagen angeboten werden, sondern auch eine Kurzfassung in einfacher Sprache. Was ja etwas ist, was klar, vielleicht sollte nicht immer technische Begriffe verwendet werden und natürlich versuchen wir es teilweise in einfacher Sprache, aber es gibt Experten, Expertinnen dafür, die genau das tun als Berufsfeld und die nehmen jetzt unsere Zusammenfassung und übersetzen das in einfache Sprache. Haben wir gerade heute besprochen, eigentlich, wieso haben wir das noch nicht früher gemacht? Ja, das heißt also, da gibt es schon auch noch sehr viel in der Kommunikation, in der Herangehensweise, wie wir über unser Wissen, das mit öffentlichen Steuergeldern finanziert wird, und deswegen haben wir auch eine Verpflichtung, darüber zu sprechen, nicht nur zu warten, bis wir angefragt werden, sondern proaktiv nach außen zu gehen, aber auch in einer Form und darüber sich viele Gedanken zu machen, was die geeignete Form ist, damit das Wissen auch ankommen kann. Okay, vielen Dank. Imme, wenn du sozusagen 2030 auch zurückblicken wirst. Und wenn klar ist, zumindest aus heutiger Sicht, viele Ziele werden nicht erreicht werden, oder das ist sehr unwahrscheinlich, ja, was wäre für dich der Erfolgsmaßstab, dass du sagen würdest, hat doch uns ein Stück weitergebracht? Also mein Kriterium wäre, wenn sich zeigt, dass wir nicht mehr in diesem Rückschritt sind, sondern tatsächlich einen Weg nach vorn zu erkennen ist. Und das würde bedeuten, dass in den Gesellschaften das Vertrauen besteht, wir wollen das gemeinsam und wir trauen das auch der Politik zu, dass sie das vorantreiben wird. Eigentlich eine Umdrehung, eine Umkehrung von dem, was wir jetzt beobachten, wo wir alle so sehen, wie rechtsextreme Bewegungen erstarken, wie die Vorstellung eines Gemeinwohls schwächer wird, überhaupt zu definieren, eine gemeinsame Definition davon zu haben, was für ein Gemeinwohl erforderlich ist und sich das auch international vorzustellen, also andere Länder oder Regionen nicht als Gegner, als Feinde, als Konkurrenten zu sehen, sondern als notwendige Partner, mit denen das gemeinsam erreicht wird. Aber mir würde eben reichen, wenn es Anzeichen dafür gibt, in einer ausreichenden Größe. Und vielleicht auch, das bedeutet für mich nicht, dass sozusagen erst überall die Revolution stattfinden muss, sondern wir sehen ja in einigen Feldern, also es gibt ja Fortschritte auch in der Klimapolitik und in Ländern, wo wir das erstmal nicht erwarten. Also dass wir auch lernen, einen scharfen Blick dafür zu haben, wo solche positiven Zeichen zu erkennen sind und die dann auch zu unterstützen. Also so eine Mischung aus groß und pragmatisch vielleicht. Okay. Gut, vielen Dank an unsere Podiumsdiskutantinnen Imme Scholz, Johannes Rauch und Sigrid Stagel für, wie ich glaube, eine durchaus bunte und lebhafte Diskussion. Wir sind alle sozusagen natürlich ein bisschen frustriert, dass nicht mehr weitergeht und die Probleme werden auch nicht kleiner, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, auch den Blick nach vorne weiter zu richten.
und sich zu überlegen, wie kommen wir weiter, auch wenn die Umstände sehr schwierig sind. In diesem Sinne herzlichen Dank auch Ihnen allen fürs Kommen. Ich darf, wie gesagt, noch einladen zu einem, im Namen aller Veranstalter, natürlich zu einem Glas Wein, einem Glas Wasser, ein paar Snacks und zur Fortsetzung der Diskussion im informellen Rahmen. Bleiben Sie uns gewogen, heißt so schön, und einen schönen Abend. Vielen Dank.